Ja, die Rüben mussten angeklopft werden, dass sie sauber waren. Jetzt sehen wir, wie die Rüben mit der Hand abgeschnitten wurden. So wie meine Schwester das da macht, wurden die ganzen Rüben mit der Hand abgeschnitten und auf kleine Haufen geworfen. Dieses Ernten dauerte früher, wenn 6 ordentliche Leute dabei waren, einen Morgen 8 Stunden. Im Hintergrund Großlaffere, Wasserturm ist zu sehen, Kirchturm ist zu sehen, Arichachmaß aus einer Weide, Kühe. Hier nochmal eine Aufnahme. Ja, die Rüben wurden auch in den kleinen Haufen schön zusammengelesen. Denn bei trockenem Wetter wurden sie mit Blatt bedeckt. Und auch wenn Frostgefahr war. Und damit das Abdecken besser ging, mussten sie vorher schön zusammengelesen werden. Sonst wurde das Blatt zwischen die Haufen geschmissen. Dass das Blatt auf dem Felde blieb, wie das heute ist, das war ja damals unvorstellbar. Das war das Hauptfutter für das Rindvieh. Ja, die wurden noch ein bisschen eingeschmissen, Karl. Ja, das ist richtig. So, jetzt kommt der Auflader. Denn die Rüben mussten ja dann mit der Hand aufgeladen werden, mit der Rübengabe. Walter Arlt mit seinen Norwegern. Ja, auf den Gütern, da wurden die Rüben nicht so, wie es vorher gezeigt wurde, mit dem Messer abgeschnitten, sondern mit den Spaten abgesteckt. Und dann wurden sie mit einer Trage auf einen großen Haufen zusammengetragen. Auf dem Starnbrücker Gut durften auf einen Morgen nur 4 große Haufen liegen. Auf dem Bild müssen wir natürlich was trinken. Da müssen wir was trinken. Jetzt kommt doch gleich Bier. Wenn wir bloß die leeren Tassen hinein. Ja, wenn er Bier kommt, trinken wir einen Schluck Kaffee. Jetzt sind wir beim Frühstück. Ja, damals wurde auf Kalorien nicht geachtet. Wenn den ganzen Tag solche Schwerarbeit geleistet wurde, da kam das auf 1000 Kalorien gar nicht an. Nun das Rüben aufladen, wie es früher war. Es waren ja etwas größere Wagen als dieser hier. Aber um es zu demonstrieren, so mit der Rübengabel. Ein Fuder Rüben, ca. 50 Zentner oder 25 Doppelzentner, dauerte eine halbe Stunde. Oh, hier sind wir mit 3 Männern in einem Haufen. So viele Leute waren es natürlich früher nicht. An jeder Seite einer. Der Arlt sei stolz. Und wie ersten schon erwähnt, sämtliches Blatt wurde zusammengefahren. Die Hälfte etwa wurde frisch verfüttert und die Hälfte einseliert. Da durfte nicht ein Kopf umkommen.
So, jetzt haben wir sie alle. Das reicht auch hin. Reicht auch hin. Das reicht hin. So. Zum Ernten mit einem Gespann. Zuerst mussten die Rüben mit der Schippe abgeschifft werden, wie hier zu sehen. Ah, hier bin ich nochmal, das andere war Walter Arlott. Das war eine schwere Arbeit. Die Blätter wurden aber gleich zur Seite geworfen, damit sie nachher beim Ausflügen nicht noch auf den Rüben lagen. Jetzt sehen wir das Rüben abschlickern. Das heißt, hier werden die Köpfe oder die Rübenblätter mit den Rübenschlitten mit einem Pferd abgeschlickert. Das war schon eine große Erleichterung. Jetzt sehen wir Walter Arlott allein mit seinem Pferd Rüben abschlickern oder abköpfen. Wurde selbstverständlich allein gemacht. Mit einem Pferd konnte man in einer Stunde einen Morgen schaffen. Oder ein Viertel Hektar. So, wenn das Blatt natürlich mit den Schlitten abgeschlickert war, musste es noch von den Rüben runtergeworfen werden. Zum größten Teil wurde aber ein Tag damit gewartet, dass das Blatt erst schlapp wurde und gleich auf den Wagen geladen, also es nicht zweimal angefasst werden brauchte. Dies wurde mit einer Knopfblattgabel gemacht. Ich zeige da den Knopf. Das war eine große Erleichterung. Ja, hier sehen wir wieder das Blattaufladen. Da ist auch Karl Königer Junior mit dabei. Im Hintergrund unser schönes Dorf. Der Hof Wiese. Hast du morgen viel Zeit? Ja, eventuell nach. Ja. So ein Fuder Blatt aufladen. Naja, so ein halber Morgen passt auf einen großen Wagen rauf. Das dauert somit zweimal eine Stunde. Nicht Windrandlader wie heute. Nee, nee. So, jetzt sehen wir, wie die Rüben mit dem Rübenpflug ausgepflügt wurden. Mit geübten Tieren macht das natürlich einmal allein. Auch mit Ochsen wurde das gemacht. Diese Arbeit mit den Tieren wurde erst Mode, nachdem wir unsere Trecker hatten und konnten damit zur Fabrik fahren. Denn sonst waren die Tiere überlastet. Langsam hier, komm her. Zu, weiter. Zu, komm her. Los. Hier. Nun sehen wir, Walter Arlott. Ach, da nicht. Vorwärts. Zu, hier, komm her. Und, dass er allein ausflügt. Vorwärts, tu mal los. Ist doch gut, nicht so puzzle. Tu mal los. Zu, los. Los, vorwärts. Ja, das sind keine Geübten. Da geht ein bisschen flach jetzt. Da geht ein bisschen flach. So, nun klappt es endlich. Gut, weiter. Weiter. Soll ich zu. Einen Morgen Rüben auszuflügen, dauert mit einem Gespann gut zwei Stunden. Los. Jawohl. So ist das gut. Müssten die Rüben noch sauber geächt werden. Die Engen wurden verkehrt rumgehängt, das heißt dumpf gehängt. Und je nachdem, wie viel Erde an den Rüben war, wurde zwei- bis dreimal geächt. Vorsicht da. Komm her, vorwärts. Komm mal zu.
Langsam aber nicht. Weiter, lass mal nicht mehr. Lass mal nicht drauf. Wenn man darauf achtet, kann man sehen, dass die Rüben jetzt schon einigermaßen sauber sind. Ach, weil der Arlt lässt sogar mich mit den Pferden fahren. Weil er mir nicht zugetraut hat, dass ich mit den Pferden einmal runter bin. Ja. Michelein hinlegen. So, nach den Ausflügen mussten ja die Rüben noch auf dem Wagen. Die wurden mit der Gräbe ausgebracht. Ja, auf manchen Höfen wurde das mit der Hand gemacht. Die Wagen waren natürlich etwas niedriger. Das waren keine wie hier 8 Tonner. Das waren nur 4 oder 5 Tonner. Zusammenfassend möchte ich noch mal sagen, dass das Rübenernten mit dem Gespann, wie wir es zuletzt gesehen haben, der halbe Morgen, man konnte etwa einen halben Morgen in einen Tag schaffen mit 3 Mann. Blatt über Seite, Rüben auf dem Wagen und so weiter. Vollernter von der Firma Stolp in Breustedt. Es wurde zuerst natürlich auch noch das Blatt gesammelt. Alles, was wir rot an der Maschine sehen, ist Blattbergung. Was wir grün sehen, ist Rübenrot. Dies war eine wahre Revolution bei der Rüben. Hier konnte man in 3 Stunden einen Morgen fix und fertig rot. Hier sehen wir das Entladen, einen großen Haufen. Hier nochmal typisch die Blattbergung. Diese Rübenroder waren. Jetzt sehen wir die nächste Generation der Rübenvollernter ohne Blattbergung. Ja, wer hätte das gedacht, dass das Blatt mal nichts mehr wert ist. Das Rind in Großlaffer ist fast abgeschafft. Die Rüben werden darum kleiner geköpft und das Blatt ist Dünger. Ja, so haben wir 30 Jahre die Rüben gleich vom Bunker auf den Wagen geladen. Das heißt etwa bis zum 10. November. Da musste das Rübenroden erledigt sein. Die wurden natürlich auch auf Haufen gerodet, die danach kamen. Ja, sehen. Rübenzug fährt Georg Schlapphoff. Auch konnte man hier schon schneller mit roden. Der Rübenroder mit Blattbergung, wie gesagt, 3 Stunden. Dieser schafft schon in 2 Stunden einen Morgen.
Hier sehen wir Willem Diess, Stellmachermeister Willem Diess. Er sieht sich das Wunderwerk an. So, der Strukturwandel geht weiter. Die Anreiher sind nicht mehr produktiv genug. Jetzt, 1996, musste bei uns ein Zweireiher her. Schon der letzte mit in Großlaufer. Ja, und wenn wir nochmal einige Jahre weiter sind, dann spricht man auch nicht mehr von Zweireiher, dann wird es der Sechs- oder Siebenreiher sein. Kann man die Technik noch mal sehen, zwei Reihen. Der Rübenrohre-Spezialist Georg Schlapphoff noch weiterhin tätig hier. Georg Schlapphoff und meine Wenigkeit gucken, ob die Rüben nicht zu tief abgeschnitten sind. Hier sehen wir nochmal der Zweireiher im Einsatz. Von Blattbergung.